Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir haben gerade einen Massenunfall, eine Superkarambolage. Ja, die Autos robust, stabil und die LKWs, naja, die leben es gut, ne? Eins, zwei, naja, mehrere PKWs und ja, viele LKWs. Ja, ich mache weiterhin Holz. Ich kühle mir jetzt nicht ab und ja, machen wir weiter, ne? Mal sehen, wann die sich auflösen. Da war die Polizei schon da. Und dort haben wir hier nicht. Ich hab meine Schrotflinte nicht dabei. Das sind mehr als zwei Personen, das darf gar nicht sein. Die müssen sich auflösen, ja? Ja. Komm, wir machen eine Fahrgemeinschaft mit vier Personen und ein Auto. Abstand halten. Wenn du durchdrehst, Polizei, oh, das geht nicht. Die müssen einzeln zur Firma fahren. Also diese KI-Fahrzeuge, da bricht gerade die FPS ein. Na egal. Irgendwann hauen die ab. Da fehlen die Fahrzeuge woanders im Spiel. Ja, dafür ist bei mir hier unten voll ruhig. Genau 28, 26, 29. Wenn ich reingucke, da 21. Hier sind wir da weg und geht's. Hast du schon mehr Schweine oder gar keine mehr? Warte mal. Nein, mehr nicht. Du musst was reinmischen. Aber die sind... Hast du also hast du Schweine gekauft, die sterilisiert sind? Nein, also die ersten steht schon nächstes Tier in 0,3, aber. Ja, das ist ja nicht im Sommer. Bei drei Schweine erst. Im Sommer, das kommt ja mit Schlachten her. Du kommst ja nicht mit hinterher nachher. Mit Futter nachher. Dann heißt nachher rot, alles rot. Mit einem Schlachten her. Ja, eins hat ja im Prinzip ja gleich neun oder so, ne? Und bei mir ist ja so. Na, für mich ist momentan voll schön zum Fahren. Straße ist frei, da kann ich nur Danke sagen. Ja. Meine Tiere sind immer unfruchtbar. Genau, ich kann ja eine Kühe kaufen. Als nächstes, dass ich mehr Gülle kriege. Aber irgendwann hauen die ab, die Fahrzeuge, ist ja so. Im Grunde muss ich kurz woanders sein, dass man nicht sieht, dann löscht der KI das entsprechend. Heute habe ich gelesen, haben die Amerikaner einen Flieger beschlagnahmt mit Masten für Berlin. Da haben die Masten bestellt und da haben die Amerikaner den Flieger beschlagnahmt, weil die brauchen auch welche.
Wo haben sie denn beschlagnahmt? Bei einer in Amerika, oder? Nein, in China. Das ist ja eine amerikanische Firma, die es herstellt, oder? Das sind Freunde, sag ich dir, du. Wenn du so eine Freunde hast, dann brauchst du keine Feinde haben. Ja. Die denken nur an sich selber. Hatte ich schon reingeschlagen, hat mir glauben dürfen. Hätte ich schon mal die Flugrechte bei Rammstein unterlassen. Für ein paar Jahre. Als Gegenmaßnahme. Da wären die ganz handzahm. Oder die Flugverbindungen stören bei Rammstein. Da können sie ihre Drohnen nicht steuern. Oder Ausgangssperre verhängen wegen Corona. Können sie auch nichts machen, ist so. Naja, das Problem ist aber, die haben im Grunde alle selbst Schuld. Warum lassen die alle auslagern, ne? Ja, dann bist du immer angewiesen auf die anderen, ne? Ja, ja. Ja, große Konzerne, die Gewinn machen wollen, die müssen ja im Prinzip so handhaben, ne? Denn der Aktienkurs ist ja bei denen wichtiger als die allgemeine Bevölkerung. Und haben noch einige Konzerne sogar noch die Dividende ausgezahlt, ne? Obwohl sie Kurzarbeit vom Staat bezahlt bekommen. Das ist so wie die Banken. Und wenn eine Bank kurz vor der Pleite ist, immer noch Bonus auszahlt. Genauso unding. Bin ja gespannt. Muss man nur die nächsten Tage meine Kontoauszüge holen. Ein bisschen Geld vom Konto abheben. Man weiß ja nie. Wenn du Pech hast, sagen sie irgendwann, es gibt nur noch eine bestimmte Menge Bargeld, ne? Also schalten sie ein. Hast du immer nur die Straße gesperrt? Ich glaub schon. Ja, ja. Der Hänger wackelt. Ja, kleine Fahren ist gut. Ich bin schon öfter umgefallen. Aber nicht hier in dem Spiel. In anderen Folgen. Zu schnell gefahren, zu hoch beladen, ne? Und schon. Und schon liegst du. Und brauchst einen Radlader, einen großen, um wieder aufzurichten. Ja, oder zurücksetzt. Achso, aber dann ist Holz weg, gell? Ja, ja, genau. Das ist ein Problem, ne? Da sind mal schnell 50.000 im Arsch. Und da kannst du auch einen Radlader ausleihen, ne? Und? Habe ich gerade einen Radlader auf den Kopf gelegt. Auch direkt nehmen wir schnell wieder auf. Ja.
Jetzt haben wir schon plus 5 Grad in der Luft, ne? Mhm. Mal gucken, wie der lange braucht zum Flügen. Oh, die Hälfte, da ist fertig. Super. Mission? Gibt keine. Also ist im Prinzip mit Flügelgruppe vorbei. Jetzt kommt ja die Seemission näher. Sobald plus 3 Grad sind, denke ich mal. Bei plus 3 geht der Hafer los. Hätte das Feld später kaufen sollen. Na doch, trotzdem alle. Oder viele nicht geflügt, sagen wir so. Die 49 wäre sogar gedüngt. Was kostet die 49? 49? Das ist fast bezahlbar. Das sind die nächsten drei Felder, die ich kaufen werde. 49, 48. Dann könnt, naja, muss auch mal geflügt werden, das ist ja das Problem. Also ich brauche jetzt einen LKW für Kühe kaufen. Oder ich kaufe dann einen Schlacht ein paar mehr. Denn und den Holz machen, ne? Du machst ja auch fleißig Holz, ne? Kann ich ihn erholen, ne? Freilich. Mach mal den Wald nieder, ich helfe dir auch wegfahren her. Als Nachbarn muss man ja zusammenhalten. Genau. Gucken, wo noch Wald kaufen kann nachher. Wird ja nicht eng. Na gut, Wälder gibt es genug, aber soll ja auch billig sein, ne? So. Ja, 1,1 Millionen kostet eine Wald da. Ja, bei der 9 ist noch ein kleiner Wald. Bei der 1 ist auch noch ein bisschen Wald. Unten auch noch bei Feld 55. Also es gibt genug Wälder hier. Da kannst du austoben. Bei der 38 gibt es auch ein kleiner Wald. Ja. Kann ich die Million verdienen hier, ne? Was ist denn da eigentlich der größte Wald? Muss ich mal schauen. Ja, da unten, da hier bei 30 zum Beispiel, ist ein Wald, recht groß. LKW fährt weiter. Da kostet 2,2 Millionen. Boah.
Naja, ah, toll, ja. Bei 30, 35 nebenbei. Der geht von Hof 1 bis ganz runter, ne? Ja, das ist viel Wald, das sind kleine Abschnitte. Wie gesagt, das ist das Problem auch, dann muss ja alles Holz auch gefahren werden, ne? Ja, das ist schon. Glaub, mein Flügermeister braucht noch 1,5 Stunden. Naja, ist okay. Ich halte gerade mal durch. Oh, oh! Mein Holz abgeladen, komplett. So. Kurz ein Foto gemacht. Bei Steam. So, okay, Alarm wieder auf. Hinten natürlich nicht. Umladen nach vorne. Aber die Autos sind weg. Sobald du weggehst und wo alles sind. Jetzt kommt der nächste angeschissen hier. Glaub mir, pfeift hier ein Schwein hier, du. Reinfahren, hupen, dann liebe ich so. Aber das ist typisch. Aber KI ist halt so einprogrammiert, ne? Ist ja halt so, ne? Wollte ja meine Wiese doch mähen. Muss ich auch noch machen. Zumindest versuchen. Mehlwerk habe ich ja da. Vorne und seitlich. Reicht ja erstmal. Oh, 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 oh. Jo. Seid ihr, ist das umgekippt. Vielleicht kann er den mit dem LKW aufstellen. Das kann sein, ja. Aber wird schwierig. Nee. Da ist so schwer. Es kommt kein KI-Fahrzeug, der hier rammt, ne? Ah, wird nichts. Vielleicht hinten, wenn du hinten anhebelst, beim Holzbalken da oben, dass du verdrehst. Genau da. Ah, das klappt auch nicht. Ah, ich hole einen Radlader, das ist auch nichts. Oder mit Harvester probieren. Das kann ich auch probieren, ja. Der ist nicht weit weg. Ja, da ist. Die Gefahr ist immer dabei, ne? Beim Fahren, ne? So, liebe Schauer, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Ja, bis. Ja. Hoffentlich morgen zur nächsten Folge. Tschüss. Ich würde mich freuen. Tschüss.